wie wir Landwirte. Die Welt ernähren. Schützen wir unsere Böden, erhalten die Artenvielfalt und damit unsere Welt. Als Landwirt und vor allem Vater sind das die Werte, die ich an meine Kinder weitergeben möchte. Und das fängt beim gemeinsamen Essen an. Mein Name ist Carlo Horn. Ich bin 39 Jahre alt und habe zusammen mit meiner Frau 3 Kinder, 6, 10 und 12 Jahre alt. Und wir befinden uns hier auf unserem Betrieb unmittelbar am östlichen Berliner Stadtrand, zwischen Berlin und Frankfurt-Oder gelegen. Also ich habe Landwirtschaft bei meinen Großeltern gelernt und habe dann im Anschluss Agrarwissenschaften an der Humboldt-Universität studiert. Wir bewirtschaften hier mittlerweile in der 4. Generation einen Betrieb mit 140 Hektar, 40 Hektar Grünland und 100 Hektar Ackerland. Und das tun wir seit über 15 Jahren ökologisch. Ich heiße Hannah Erz. Wir sind hier in Brandenburg, im östlichen Brandenburg, also im ganz östlichen Teil von Deutschland. Wir sind hier auf dem Standort seit 2016. Wir haben diesen Betrieb hier gekauft. Wir halten Legehennen. Die Eier verkaufen wir komplett ab Hof. Dann bauen wir eben noch Gemüse, wie jetzt Kürbisse an, dann Kartoffeln und dann halten wir eben noch die 2 Kühe. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo es im Nachbardorf eben viele Landwirte gab und ich fand es irgendwie faszinierend. Damals war es aber schon ein bisschen unüblich, dass den Beruf Frauen ergreifen, habe aber dann auch mit der Zeit Frauen kennengelernt, die eben auch den Beruf zur Landwirtin gemacht hatten und habe mich deswegen auch entschlossen, dass ich den Beruf zur Landwirtin machen möchte. Ökolandbau funktioniert in meinen Augen nur als geschlossener Organismus. Und wir haben halt Kleegräser bzw. Wiesen, deren Aufwuchs weder wir Menschen direkt essen könnten, noch Schweine oder Geflügel. Insofern brauchen wir dringend Wiederkäuer wie Rinder oder Schafe oder Pferde, die sozusagen dieses Gras und diese Silage verwerten und daraus dann Mist machen, den wir dann gezielt zu den Kulturen auf die Ackerflächen bringen können, wo dieser Mist dann gebraucht wird. Wir ernähren Bakterien, auf dass die Bakterien die Pflanzen ernähren, die Pflanzen die Tiere und dann geht das Ganze wieder zurück. Wir haben jetzt einfach auch gemerkt, wenn wir ökologisch arbeiten, dass wenn wir längerfristig gut mit unserem Boden umgehen, dass dann die Erträge auch jetzt nicht deswegen schlecht sind, sondern ich glaube, das können mir auch andere ökologisch wirtschaftenden Betriebe eben bestätigen, dass die Erträge eben auch im Ökolandbau sehr gut sein können. Ob der Klimawandel nun menschengemacht ist oder nicht, hatten wir im vorletzten Jahr eine Sintflut und im letzten Jahr eine Dürre. Und weil wir den Betrieb bewirtschaften, wie wir es tun, haben wir überhaupt was geerntet, während die konventionellen Betriebe um uns rum in der Trockenheit verdorrt sind. Nach meinem Eindruck spielen Landwirte sowohl in Deutschland als auch weltweit eine immer geringere Rolle.
Und das spiegeln auch die Zahlen wider. Wir haben allein in den letzten 10 Jahren 25% aller europäischen Landwirtschaftsbetriebe verloren. Und je weniger Landwirte es gibt, desto weniger werden Landwirte natürlich auch wahrgenommen. Wenn es nur noch einen Landwirtschaftsbetrieb in 5 oder 10 Orten gibt, dann sehen die einzelnen Leute den Landwirt nur noch auf dem Traktor vorbeifahren. Aber es ist keine Interaktion, demzufolge verliert die Bevölkerung natürlich auch den Kontakt zur Landwirtschaft. Draußen, wie im letzten Jahr, die größte Dürre herrscht, aber man in den Laden geht und man bekommt problemlos Milch und all die Produkte, dann hat man natürlich als Verbraucher auch nicht den Eindruck, als wenn Landwirtschaft eine Rolle spielen würde, weil es ist ja immer alles da. Und deshalb ist es so unheimlich wichtig, dass Bauern Zugang zu Land haben und wir diesen weltweiten Konzentrationsprozessen, die gerade im Gange sind, dass immer weniger große Betriebe immer mehr Fläche bewirtschaften, dass wir denen Einhalt gebieten. Einfach vorstellen, wir sind jetzt hier 20 Jahre am Kämpfen. Alles, was 3 Generationen erwirtschaftet haben, steckt in diesem Hof drin. Wenn wir diesen Hof verlieren, verlieren wir alles, was wir jemals besessen haben. Ich habe keinen B-Plan. Ich weiß nicht, wohin. Also bei der Demo sind wir quasi seit der ersten Veranstaltung mit dabei. Und jedes Jahr erneut wieder mit neuer Begeisterung, weil sich dann eine immer größere Massenbewegung daraus entwickelt hat. Erst waren es sozusagen nur die Landwirte, die auf ihre Misere hingewiesen haben. Mittlerweile strömen unendliche andere Organisationen zusammen, die das alles von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, aber trotzdem in die gleiche Richtung marschieren. Mich ermutigt es einfach, dass so viele Landwirte eben nach Berlin kommen und dann mit ihren Traktoren fahren, um sich eben für eine bessere Landwirtschaft in Deutschland einzusetzen. Wir sind ja hier nur stellvertretend für viele, viele tausend Betriebe, denen es nicht anders geht. Wir sind nur einer der wenigen, die den Mund aufmachen und in die Öffentlichkeit gehen und über ihr Schicksal berichten. Der Druck auf die Landwirtschaft und dieses ganze ausbeuterische Landwirtschaftssystem mittlerweile einfach so groß ist, dass die Leute die Systemfrage stellen und einfach sagen, wollen wir wirklich so weitermachen? Nein. Ja, und mit Hilfe des Ökolandbaus und diverser anderen Richtungen kann man auch zeigen, wie es denn anders gehen könnte. Ich glaube, das ist der Fokus der Landwirtschaft der Zukunft. Es geht nicht mehr darum, die Bevölkerung satt zu machen. Es geht nicht mehr darum, Masse zu produzieren. Sondern es geht ganz klar darum, dass öffentliches Geld auch für öffentliche Leistungen ausgegeben wird. Und genau das ist der Punkt. Artenschutz, Klimaschutz, auch dass es allen Beteiligten in dem System gut geht. Also ich denke, Verbraucher können Landwirte am besten unterstützen, indem sie eben direkt beim Landwirt einkaufen. Wir haben eine immer aufgeklärtere Verbraucherschaft und die gibt mir wahnsinnig viel Hoffnung. Es ist seit langer, langer Zeit nie so viel über Lebensmittel diskutiert worden und wie sie entstehen. Und wir haben gerade in der Jugend einen ganz großen Shift weg von Fett und Zucker und Masse hin zu bio, lokal, regional, gesunder Ernährung. Und das gibt mir unheimlich viel Hoffnung für die Zukunft. Wir Landwirte,
müssen uns zusammentun mit all den Menschen, die mit uns gemeinsam aufstehen für unseren Zugang zu Land, gutem Essen, faire Preise und damit eine bessere Zukunft für uns alle. Thank you.